Und. Jetzt fährt er erstmal mit seinem Motorrad hier lang. So, bereit, Chris? Ja, klar. Auf welchen Welten hast du hauptsächlich geleitet? Welt 10 früher gelernt in Welt 9 und jetzt in letzter Zeit ab und zu mal Fairbanks, ne? auf Fairbanks und sehr viel auf, wie heißen sie, Jena und Hannibal. Okay. So, dann legen wir jetzt los mit dem Streaming. So, einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo, Servus, Grüezi und ach ja, Moin. Willkommen zu unserer heutigen Trainings-FK-Übertragung. Wir haben heute ein leicht verändertes Personal. Statt Draken haben wir heute jemanden da, der es genauso besser weiß. Das ist Christopher. Servus, Christopher. Hallo. Ja, jetzt gerade schon Hey, gehört wake up. habt, habe halt auf diversen Welten geleitet, Welt 10, Welt 9 gelernt, in letzter Zeit sehr viel auf Indiana und Annaville. Da habe ich jetzt vor kurzem aufgehört, nur noch auf Fairbanks erreichbar und Welt 10. Gut, ihr habt also schon unsere Interna mitgehört, wie ich das gerade mitkriege. Aber ist ja nichts Schlimmes. Wir haben ja noch nicht gelästert, das machen wir ja während des FKs. Dann schauen wir mal, wie das heute aussieht. Ob die LP-Monster im Angriff es schaffen, das Fort zu überrennen. Der Grund, warum Draken heute nicht da ist, ist ganz klar. Er leitet einfach mal die Dev. Es war ihm hier wohl zu langweilig mit mir, kann sein. Er wollte einfach mir die Chance geben, dass ich auch mal reden darf. Das hast du nett gesagt, Dankeschön. Ja, erstmal natürlich sind wir gespannt, von wo aus die starten. Aber das werden wir ja in wenigen Sekunden erfahren. Ich glaube, sie kommen aus dem Süden. Wäre mit den LP-Monstern auch relativ schlau, das vielleicht in U-Form zu versuchen und sich dann im Süden zu versammeln. Und dann wollen wir mal gucken. Noch habe ich wie immer kein Bild. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, hast du jetzt schon ein Bild? Nicht, aber es wird jetzt gemunkelt, dass die rechts und links angreifen sollen. Okay. Fett. Ja, jetzt habe ich eins, ja, 140 Atta, 116 Defa.
Ja, und schade, sie stehen nicht über den Nordwürfel. Mahlzeit. Hallo? Hallo? Ganz alleine? User was moved out of your channel. Man merkt, wir sind im TS. Ich kriege immer noch kein Bild. Hast du noch 3 Minuten? Was? So, wir haben ein kleines technisches Problem, weil ich kriege definitiv hier kein Bild rein. Das heißt, ich überlasse erstmal Chris die ganze Geschichte. Ja, okay. Also dann erstmal nur Audio. Was soll ich sagen? Wie gesagt, der Gegner startet, wie schon geschrieben, rechts und links. Steht nicht höher als die Türme im Norden. Channel switched. Sorry, Bea. Ja, kein Problem. Dragen, ich krieg kein Bild. Ja, ich sehe es schon. Müssen wir versuchen, über deinen zu machen. Vor allen Dingen, er redet da noch und man hört ihn jetzt schon hier. Also, wir müssen da kurz umimprovisieren. Hast du Chrome drauf? Ah, okay. Weiter. User joined your channel. Luki, wir hören alles. Das ist voll peinlich. Jetzt mute dich mal, Luki. Oh mein Gott, ich mach das aus. Das ist peinlich. Microphone muted. Haken schiebst mich hoch. Moment, ich muss erstmal kurz Dings da. Ja, okay, warte. So, Otti, sag mal kurz da den Kram weiter an. Ich muss ja kurz dann den Rest machen. You were moved. User was moved to your channel. So, ihr müsstet mich jetzt noch weiterhin hören, weil der Luki hat sein, soll ich jetzt sagen, also er hört weiterhin alles. Dadurch müsstet ihr mich jetzt auch hören. Also in 46 Sekunden geht bei mir der FK hier gleich los. Und schauen wir mal, wo die Atta hinziehen, Pfeffer hantieren werden. Ja, zumindest sehen wir jetzt mal ein Bild. Könnt natürlich jetzt auch gerne Fragen stellen. Ja, mittlerweile sind wir bei 60 Leuten angekommen und ich würde echt sagen, ja, das Streamen von den FKs finde ich auch sehr interessant, vor allem, wenn man halt drüber reden kann, Fragen stellen kann, wieso, weshalb, warum wird die und die Taktik genommen. Einfachen Grund, Microphone das kannst du bei einem normalen FK nicht machen,
Du störst da ja an sich nur, wenn du den Leiter fragst, warum. Und hier bei uns auf dem Stream ja 2, 3, 4 relativ erfahrene FK-Leiter, nenne ich sie. Können eigentlich alles fragen. So, auch ich habe jetzt meine technischen Probleme hoffentlich überwunden. Hinke zwar noch etwas hinterher, aber ich arbeite dran. Ja, wie erwartet, 2 Seiten, so wie ich das gesehen habe. Dörfer wollen den Süden offenbar nicht blocken. Was sicherlich sehr interessant gewesen wäre. So. Jetzt geht's los. Die Atter versuchen uns also auch über Norden. Ja, ich glaube, das war halt ein Fehler, dass du den Rechten nicht geblockt hast, ne? Oder es leider nicht blocken lassen hast. Ja, Draken hat das nicht gemacht. Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall war das ein Fehler, denn jetzt können sie ja auch den kleinen Duellanten am IT außen unter Feuer nehmen, wenn sie den Sektor füllen. Das wird wehtun. Und sie kommen vor allen Dingen, wenn da nicht noch irgendein Abenteurer sich erbarmt, an den Nordwall direkt ran. Der kleine Duellant hat 12 KLP, aber es tut schon weh. Mal was sagen auf der Wiese. Klein ist relativ. Gegenüber zum 24.000er Soldaten ist das klein. Ja? Ja. So klugscheißern möchte ich jetzt doch mal. Nein. Chris hat natürlich recht. Also es ist also eine wirkliche Taktik, sage ich ganz ehrlich, erkenne ich noch nicht. Es ist alles auch noch sehr verteilt. Es gibt keine Blockbildung. Das klappt im Westen natürlich besser als im Osten. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass wir halt den rechten Norden gegeben haben. Und ja, dann ist es natürlich schwierig für die Leitung als in der Art darauf zu reagieren erstmal. Überlegen, gehe ich hoch, gehe ich nicht hoch. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 2, 3 Runden aufteilen. Noch einen linken Norden freigegeben. Also da scheint einiges schief zu laufen bei der Dev, denn das war mit Sicherheit nicht Drakens und Artemis Intention, denen so viel Freiraum zu geben. Man muss einfach sagen, bei einer großen Dev, bei Nordsektoren, niemals aufgeben. Nein. Üben kann man drüber reden, was man da blockt und was nicht. Ja, ja, vor allem, welche Taktik man befolgt. Aber Norden eigentlich nie. Nein, das war erstmal ein schwerer Fehler. Zumal, wie gesagt, jetzt können sie die beiden Sektoren vor den Türmen richtig schön voll machen. Und damit sowohl die Nordtürme als auch natürlich den Nordwall unter Beschuss nehmen. Die Spieler im Süden scheinen für mich Offliner zu sein. Andererseits die Abenteurer, die die ganze Südlinie blocken. Weiß man nicht. Ja, können ja erstmal Office sein, die du dann durch Online ersetzt irgendwann. Wir können es natürlich jetzt als Übungs-FK werten und sagen, so macht man es nicht.
Ja, wir sehen auch, der Westen rückt sofort in den Norden. Für mich ist das alles in der Defne momentan ein bisschen unausgegoren und ich nenne es mal vorsichtig leicht chaotisch. Ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, wo das offizielle Def ist. Def war. Ja, gut, jetzt wird das offiziell mal rausgesucht, aber das hat irgendwie keiner befolgt. Ja, man muss abwarten. Also es werden auf jeden Fall verschenken die Defer momentan jede Menge LPs. Weil die Türme natürlich jetzt mehr Feuer kriegen, als unbedingt nötig gewesen wäre. Damit meine ich die Nordtürme. Bin ja eigentlich immer ein nicht so Freund vom Igeln. Ach doch, ich schon. Aber ich muss halt sagen, so langsam müssen wir das machen, weil auf die Dauer können wir AT und DT, weil der Westwall nicht da ist. Ja, also zumindest der AT sollte jetzt ins Vorziehen. Wenn die noch weiter nach Norden rücken, wovon ich ausgehe. Ja. Man sieht natürlich auch wieder schön, dass da im Vor jede Menge Plätze belegt sind. Das heißt, auch der DT kommt, der AT kommt zwar rein. Ja, aber der DT, da sind ja. Ja, auf dem DT wird die Luft jetzt relativ dünn. Vor allen Dingen muss der Sektor am DT geleert werden, weil sonst wird das nichts. ST und ET können momentan ganz entspannt Treffer machen, weil die ja letztendlich nichts auszustehen haben. Das Einzige ist die 9er Position, ET9. Weißt du, was ich jetzt so eine Befürchtung habe, am Ende ist es wirklich der Genieplan von Draken, so zu leiten, und wir reden sie gerade so schlecht. Glaube ich nicht. Also ich denke nicht, was wir davon halten können. Nee, denke ich nicht. Also ich denke mal, das war schon das Ziel, die Nordblöcke da freizugeben. Nö. Das große Problem ist ja, wenn du den Nordblocker in der Mitte tauschen willst, da musst du deine Abenteurer ja immer noch eine Runde schon mal ins Schussfeld stellen, weil die ja nicht direkt tauschen können mit dem Nordwall, sondern immer noch diesen kleinen Zwischensektor da haben. Das heißt, er kommt mit ziemlicher Sicherheit auch nicht unbeschadet in den Nordblock rein, zum Tauschen. Ja. Aber es ist schon ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie jetzt reagiert wird, wenn was schief läuft. Also der Nordwall soll offenbar rein ins Vor. Jetzt haben wir genau das Problem, was du gesagt hast, am DT, die Leute kommen nicht rein. Ja. Schauen wir mal durch den Süden durch, was da noch rumsteht. Was so vom Süden weggeschossen wird. Am ST sind 100.000. Ja, also am DT wird es passen. Da wird es sich ausgehen mit AT-Räumen. Aber
Also am DT, da werden noch unnötig LPs verheizt. Der NW muss auch in die Mitte ziehen. Wenn jetzt nämlich die NW-Leute auch noch rein in den DT-Sektor gehen, dann wird es extrem eng da. Also langsam kriege ich hier einen Technikrappel. Bei mir ist schon wieder der Bildschirm schwarz. Ah, meine Nerven. Mal schauen auf den Stream, ob der gleich noch weiterläuft. Ja, das tut er schon. Ärgerlich natürlich jetzt immer noch, dass der DT halb voll ist. Der Leute vom Nordwald auf den DT gehen. Also der, wie ich ihn nannte, kleine Duellant muss jetzt auch dringendst da weg. Ja. Mal eine Frage an den Profi jetzt hier. Würdest du Nordwerk aufgeben? Das ist eine gute Frage. Wie Sinn macht der Nordblock jetzt noch? Ja. Würde ich ihn jetzt aufgeben? Wahrscheinlich. Weil die Defer zu viele LPs durch das Blocken verlieren. Also im Grunde genommen braucht jetzt ein Abenteurer, der in den Nordblock tauschen will, 3 Runden. Er muss von innen im Vor, erste Runde auf den Nordwall, zweite Runde kleiner Sektor, dritte Runde Tausch. Das ist einfach zu viel. Das macht keinen Sinn. Ja. Ich finde auch, wenn du die jetzt reinlassen würdest im Norden, da haben wir weniger von den Schussfeld. So, das mit dem und Schatten habe ich gelesen. Dankeschön. Das war ich. Sorry. Aber dafür üben wir es ja noch. Ja, es macht also auf jeden Fall Sinn, jetzt den Nordblock komplett aufzugeben. Mein Tipp, gerne Stay, wäre jetzt wirklich den Norden komplett reinzuziehen, eine fette Linie direkt hinterm Nordwall zu bilden, vereinzelt einen Nordwallsektor von innen außen vor. Also Nordwallsektor, genau. Von innen außen vorblocken, dass sie nicht den ganzen Nordwall stürmen können. Und dann mal schauen, was sie machen. Aber jetzt außen zu blocken. Persönlich würde den mittleren favorisieren. Mittleren zu halten. Können die zumindest nicht untereinander auch noch tauschen. Naja, noch war haben ja Gott sei Dank alle Schussfeld, ne? Also die Defer, die haben ja bis auf die Figuren im Vor. Der Südwall hat ja noch Schussfeld. Das geht alles noch, aber es müssen jetzt auch dann wirklich langsam mal ein paar LP, wenn Draken das so macht, wie ich vermute oder wie ich empfehle, dann auch LPs nach oben schaufeln. Denke zwar nicht, dass die Atter sich nur einen Wall holen oder ein Wallstück oder meinetwegen auch zwei.
Weil das wäre natürlich nicht ganz so clever. Weil ja, die werden jetzt einmal ums Fort rumlaufen. Das vermute ich im Groben, ja. Würde ich sowas drauf wetten. Mal schauen, was da an Office ist und das dann erstmal entsorgen. Eben, es ist jetzt Runde 11 und ja, nur ein NW-Jump, ich glaube, dafür ist die Art zu klug, weil, naja, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen, ne? Schauen, was jetzt passiert. Ja, wir hatten uns vorhin schon vorgestellt, das eine ist Christopher in-game. Mein In-game-Name ist... Groß- und Kleinbuchstaben immer. Ja, genau, den man lesen kann. Mein In-game-Name ist Graf Luckner. Ich hatte mit Draken zusammen schon einige Übertragungen hier gemacht. Und der ist heute eben nicht da, weil er versucht, das vorzuhalten. Ja, wie wir es empfohlen haben, der Nordblock jetzt läuft die Übertragung. Also bei mir hängt die Übertragung momentan. Nee, bei mir läuft sie noch. Du, es kann sein, dass es vielleicht nicht mehr läuft, aber... Kurzes Feedback. Habt ihr ein aktuell laufendes Bild? Ja, läuft noch alles. Okay. Ja, dann ist mein kleiner Leppi mal wieder ein bisschen überfordert. Aber das ist gar kein Problem. Kommentiere ich halt das Bild vom Vorkampf aus selber. Ja, also der Stream ist nicht komplett live. Wir haben eine kleine Verzögerung drin von 25 bis 30 Sekunden. Allerdings, das ist natürlich einfach nur der Übertragung geschuldet. Ja, für die Verzögerung können wir leider nichts. Also wenn ich jetzt kommentarmäßig etwas weiter vor dem Bild bin, dann liegt es schlicht und ergreifend daran, dass ich nicht nach dem Übertragungsbild, sondern nach dem Kampfbild kommentiere. Ja, jetzt haben sie sich entschieden, eine schöne Wand am Norden zu bilden und jetzt sind Westen und Osten dran. Also alles, was im Norden jetzt keinen Platz am Nordwall gefunden hat, wird sich jetzt in Westen und Osten verziehen. Dann versuchen von da... Ah, der erste tapfere Abenteurer hat sich auf den Nordwall gewagt. Ich versuch's nochmal mit dem anderen Bild, das geht ja so nicht. Dass ich hier vor den Texten quatsch. Es geht aber schon. Weil ich kommentiere auch immer mit meinem Fortkampfbild und das ist dann passend perfekt. Ihr merkt, wir haben noch einige technische Schwierigkeiten, aber ich hoffe, das haben wir bis zum nächsten FK behoben. Ja, jetzt heißt es für die Defer LPs sparen. Also Jakka 268 fragt ja jetzt gerade, was unsere Meinung nach beste Möglichkeit für die Dev gewesen ist. Ja, also nachdem halt die beiden Nordsektoren weg gewesen sind, stand für mich eigentlich nur rein ins Fort und neu sortieren. Ja, sehe ich ganz genauso. Aus dem einfachen Grund, wir hatten im Norden nicht die LPs, um die Türme noch zu halten. Hätten wir jetzt auf NW noch LPler gehabt, wo ich sage, die können noch die Türme halten. Dann könnte man sich überlegen, ob ich dagegen halte. Aber so leider nicht.
Also Igel neu formieren und schauen, was geht. Und auf jeden Fall hinter den bedrohten Wellen müssen jetzt Linien gebildet werden. Und die Wälle dürfen nicht komplett freigegeben werden. So wie wir sagten, jetzt zwei Wallteilstücke, die dürfen freigegeben werden. Das ist gar kein Problem. Weil selbst wenn die besetzt werden, maximal 12 Leute auf diese Stücke kommen. Und die kriegen dann eben Zunder außen vor. Das wird mir dann mit Verlaub auch recht wehtun. Jo, da handeln wir halt einfach nach der Grundregel. Wir schießen auf einen. Das macht dann Aua und fertig ist. Ja. Wenn der Südwall immer noch stehen bleiben kann, da verliert man keine LPs und entsorgt die vermutlichen Offis. Wobei ich wirklich glaube, die beiden in den äußeren Südsektoren sind Onliner. Wäre durchaus möglich, ja. Ja, damit sie sich auch die Möglichkeit des Zusammenschlusses eventuell im Süden erhalten. Wenn sie den Nordwall komplett bekommen, macht es dann natürlich Sinn, eine weitere Front aufzubauen. Damit sich die Defer nicht weiter verstecken können. Entschuldige, Jakwa, ich hatte deine Frage nicht gelesen, weil ich das Bild neu starten musste. Wenn du sie nochmal stellst, beantworte ich sie dir gerne. Sagt, ihr könnt gerne irgendwelche Fragen stellen. Dafür sind wir auch mit da. Das ist sozusagen Übungs-FK. Ihr könnt Fragen stellen zu den Taktiken, wieso, weshalb, warum. Achso. Ja, Frage haben wir beantwortet. Ich habe gerade noch mal auf dem anderen Monitor geschaut. Jo. Also wie gesagt, ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wir sehen da auch, dass die Atta relativ clever immer schön Abenteurer raufschicken, damit sie nicht allzu viele LPs verlieren auf diese freigegebenen Teilstücke. Das ist relativ clever. Kann gut sein, dass gleich der nächste Abenteurer oben rechts auf den Ostwall springt. Zeitgleich mit dem oberen der obere Westwall ist natürlich schon besetzt. Also da sollten die jetzt aufpassen. Wenn die Wallstücke weg sind, rechter Nordwall und oberer Ostwall zum Beispiel voll besetzt werden, dann wird's eng, weil dann können die Atta die Sektoren im Vor einstellen, nämlich da, wo die Tauscher für die Türme stehen. Und deren LPs braucht man ja eigentlich zum Blocken der Türme. Also alles in allem habe ich so das Gefühl, die ganze Def läuft ja nicht so ab. Nicht glücklich. Auch, ne? Etwas suboptimal vielleicht. Also ich muss ehrlich sagen, mir macht der AT so ein bisschen Sorgen. So, jetzt wird's ganz, ganz, ganz eng. Weil jetzt haben sie den kompletten Westwall verloren. Hey, wake up. Ich bekomme gerade einen Query von der Leitung der Dev. Dass es wohl auch mit dem Zugverhalten einiger Spieler nicht zum allerbesten steht. Dass Befehle ignoriert werden.
Verstehst du eigentlich kurz, wenn ich fragen darf? Ich? Ja. Ich stehe immer noch auf ET6 und ja. Okay. Mache ein dummes Gesicht und ein paar Treffer. Weil ja auf die Befehle achten soll. Ja, das war also mit den nicht genug Abts und allgemein zu viele Leitenskiller. Was how you play gerade geschrieben hat, ja, aber wir sollten ja eine gemischte Defensive aufbieten, während die Ad halt voll LPs hat, auf LPs geskillt. Und wir sehen ja auch, was die Abenteurer, die die Waldstücke besetzt haben, die halten ja richtig was aus. So, jetzt ist auch noch das letzte Waldstück im Norden. Der komplette Ostwall ist weg. Der komplette Westwall. Jetzt geht's rund. Und ich sag mal so, jetzt müssten eigentlich die LPler vom Südwall eventuell mal bewegen. Ja. Ja, ob es jetzt das Leben ist, dass, ob man da die Kontrolle über das Leben verloren hat. Ja, man hat vielleicht die Kontrolle über die Lebenspunkte verloren. Ich sehe es genauso, in der Def sollte man ordentlich LPs haben und muss keinen Schaden machen, gerade nicht, wenn eine Eagle-Taktik angesagt ist. Dann nützt mir ich entschuldige mich bei allen Leitenskillern jetzt in diesem Fall auch, aber in der Def, da sind halt LPs gefragt. Da müssen die LP-Leute, ja, die müssen vorrangig gemustert werden. Ich weiß nicht, was Draken gemustert hat, beziehungsweise seine Helferlein. Aber wenn da so viele Leitenskiller dabei waren, kontraproduktiv. Absolut. Nur ein, zwei Runden, da musst du aufpassen. Ja, zumal du in den, man braucht ja in der Def, wenn ich Eagle auch nicht Schaden mache, da ist mir der Schaden prinzipiell ja egal. Ich will das Ding über Runde 55 oder bis zu Runde 55 bringen. Und das mache ich halt nur dann. Okay. Ach, Overtime. Jo, war's. Jo. Wie gesagt, wie die Einstellung war, was die Vorgaben der Leitung war, weiß ich alles nicht. Auf jeden Fall ist das Ganze wirklich nicht so toll gelaufen. Dazu dann noch der Verlust der Nordsektoren oder die Aufgabe, das weiß ich nicht, das können wir Draken nachher vielleicht selber mal fragen. Und jetzt kriegen natürlich die Südtürme Feuer. Wenn ich dann dabei sehe, dass wir gerade bei Runde 18 sind. Wir haben noch über 100 Leute. Ich mach jetzt einfach mal einen Tipp. Das wird die Def nicht allzu hoch gewinnen. Ja. Während die Art gerade 7 Figuren verloren hat, sind es bei der Def schon 19. 15. 15, ja, weil sie nicht voll waren. Aber alles viel zu viel. Zu viele verschenkte LPs. Teilweise, ich nenne es mal vorsichtig, idiotisches Zugverhalten. Und vor allen Dingen das, was ich gerade query gelesen habe. Also es bettelt die Leitung die ganze Zeit, dass noch die Sektoren innen an den Südtürmen freigemacht werden. Alles, was da steht, ja, scheint bewegungsresistent zu sein. Ich nenne das immer mal Füße platt stehen und morgen den Orthopäden besuchen.
Und solange die Sektoren frei sind, macht es auch gar keinen Sinn, den Befehl zu geben, die Südtürme zu räumen, weil dann gibt es eben sporadisch einen auf die 12. Aber ich finde jetzt, ich habe ja Draken gern, aber ich hätte eigentlich Süden schon längst geräumt. Türme. Zumindest seitdem die Offis auf den Wellen weg sind. Ja, die Also, Südtürme bekommen relativ wenig ab, sagen wir es mal so. außen doch alle. Ja, gut, die auf den Wellen stehen, die schießen auf die Empor. Wenn man die Ja, Eckposis ja, klar. durchtauscht, ja, viel Sinn macht es nicht. Nur wie gesagt, wenn die Leute die Sektoren Empor nicht räumen, ja, was willst du machen? Denn wenn du auf einmal da nur drei, vier Figuren ins Fort kriegst, also vier jetzt am ET, dann steht der Rest da und kriegt umso mehr einen ab. Also kriegen sie auch andauernd was ab. Ja, aber so verteilt sich das besser und es macht also mehr Sinn. Ja, guck dir beispielsweise, wenn du die Positionen 7 bis 9 nimmst, wenn da drei Leute stehen, dann kriegen drei Leute was ab und es verteilt sich. Kannst du auch, sag ich mal, clever räumen, indem du sagst, erst die Innenpositionen, also 1, 2, 4 und 5 rein, danach die Außensektoren rein. Ja, Jetzt die Front noch voll. aber das ist, da setzt sich eben wieder voraus, Alle die ziehen Truppe ist mit. eingespielt und es wird gehorcht. Ja, da muss wirklich alles Ne? perfekt Da laufen. muss es wirklich laufen und das scheint bei der Def heute eine echte Katastrophe zu sein. Ja, Vipa ist ja bekannt für klare Worte. Ob ich das alles so teilen müsste, auch in diesem Tonfall, das lasse ich mal dahingestellt. Ich weiß aber auch, dass Draken kein Freund des Eagles ist. Insoweit Gut, ich möchte weiß ich jetzt ihn mal nicht, in wie. Schutz nehmen. Also, ich weiß jetzt noch nicht, wie viele FKs auf dieser Welt gemacht worden sind. Ich habe erst seit 2 Tagen auf dieser Welt gespielt, angefangen jetzt. Aber sollten wir einen Großteil dieser Truppe zur FK-WM schicken, muss die Absprache auch deutlich besser laufen. Naja, was zumindest interessant ist, es gibt einiges an Diskussionsbedarf nach diesem FK. Sowohl was die Leitung angeht, die Musterung. Wenn das alles so stimmt, ich konnte es wie gesagt nicht verfolgen. Und ja, auch das Zugverhalten natürlich. Ja, mal ein anderes Thema. Was würdest du jetzt noch so machen? Ja, das ist das Problem. Viel zu machen ist jetzt eigentlich gar nicht mehr. Es kam schon vor 2 oder 3 Runden der Befehl, den Südwall zu räumen. Auch da sind einige Leute. Alles, was jetzt an Onlinern noch auf dem Südwall steht, ist beratungsresistent. Das sind knapp 60, 70% der Leute. Ja, also wie gesagt, es scheint wirklich so zu sein, dass die. Ich weiß nicht, also was da los ist, ich habe keine Ahnung. Mir tut der Est jetzt echt leid. Ja, natürlich, aber du siehst ja auch wieder, es wird sich im Vor nicht bewegt. Es kam schon vor vielen Runden der Befehl, räumt die Sektoren an den Türmen. Nee, ich gehe da nicht weg. Ich habe Angst. Schon blöd.
Aber wirklich vernünftig ist, dass das jetzt reingebildet werden, sodass ich das Feuer der Leute auf den Wellen schön verteilt. Das ist richtig und wichtig. Und dass jetzt eben alle zusehen, dass möglichst wenig Atta Schussfeld haben. Haben erst Runde Aber muss. 22 und denen gehören schon drei komplette Wälle. Das läuft alles bei mir Muss man unter der dafür Rubrik jetzt. geht gar nicht. Muss man jetzt als Leiter dafür das Tor sozusagen freigeben, also die Leute wegziehen davon? Damit die Leute im Süden kein Schussfeld mehr haben? Also würdest du das jetzt machen, meine ich? Ich hätte das Tor nicht freigegeben. Das Tor direkt und die Sektoren dahinter. Nur noch Ja, blockieren, erstmal kein noch Schussfeld nicht. mehr. Es gibt ja noch, du musst erstmal davon ausgehen, es stehen ja auch noch welche auf dem Südwall. Solange der Südwall besetzt ist, hätte ich das Tor auch nicht freigegeben. Warum? Besteht überhaupt keine Notwendigkeit. Wenn einer auf dem Tor steht, der kriegt ja nichts ab. Das sind vier Figuren, die auf ihn schießen und dann ist gut. Ja, außer die Zielen. Ja, aber das können ja eigentlich nur die machen, die in den kleinen, schmalen Sektoren stehen. Ja, aber es, ja gut, ist trotzdem, naja, ich weiß, was du meinst. Weil ich würde jetzt mich persönlich sagen, ich ziehe einen Großteil der Leute vom Süden weg, Norden hin, damit ich da eine Querüberzahl kriege. Kleinen Kampf. Also 3 gegen 1. Weil solange der Südwall noch voll ist, denken die mal einen Rückzug. Und im Süden nur noch blocken. Ja, auf jeden Fall müssen jetzt die LPs, die da einfach so unter den Häusern stehen oder was, müssen sich jetzt Richtung Norden bewegen. Da sind Lücken, zwei Stück. Also ich sag mal jetzt ganz mutig, ob das über 55 Runden geht. Hallo Flicken-Franz. Möchtest du gerne bei der WM mitspielen? Naja. Weiß es noch nicht genau, wann die Anmeldefrist beginnt. Luki, weißt du das? Die hat Anmeldefrist schon beim Gewinn? angefangen. Du Hat kannst schon dich angefangen. jetzt schon anmelden. Ich glaube, auf dem Einlog-Bildschirm ist ein Hinweis. Sonst auf dem Trainingslager und der News, glaube ich. Müsste ich jetzt aber auch lügen, weiß ich nicht. Wollen Sie also für direkte WM schon anmelden? Ja. Okay. Ja, bis 23. August, richtig. Das hatte ich auch noch in meinem kleinen Hinterkopf. FK ist ja jetzt gerade nicht so spannend. Rein theoretisch können wir über den Anmeldeablauf reden. Oder irgendwas genaueres weißt, für die Leute, die noch nicht mitgemacht haben bei irgendeiner WM. Bei der letzten. Also ich gehöre zu denen, die bei der letzten WM nicht mitgemacht haben und ich weiß auch nicht, ob Ach, ich sehr bei gut. dieser mitmachen werden kann. Sind wir schon zwei. Aber sonst, es gibt halt einige Fragen. Man kann aus drei verschiedenen Inventories auswählen. Das heißt, man sollte schon wissen, welche Charakterklasse man dann auch haben möchte. Parallel dazu gibt es noch so eine internes Tele. Das sollte man dann auch lesen.
Da gibt es noch eine Liste mit, welche Charakterklassen man derzeit hat, ob man bereit ist zu wechseln, pipapo. Aber das ist Zukunftsmusik. Also wie gesagt, jetzt müssen mal sich die Leute, die Defer mal ein bisschen bewegen. Das kann nicht angehen, dass der ST da komplett noch immer draufsteht und die Leute drin, ja, ich nenne es einfach mal ganz frech, ein dummes Gesicht machen. Also es ist eine Katastrophe und Draken hat es ja auch geschrieben, Hühnerhaufen. Woran es nun definitiv liegt, weiß ich nicht. Nein, das Trainingslager ist keine Pflicht für die Teilnahme. Ist natürlich schön, wenn man sich, wenn man daran teilnimmt, auch um die Leute ein bisschen kennenzulernen. Ich weiß es nicht. Also ich würde es auf jeden Fall machen, mich anmelden, auch für die letzten FKs noch. Es kommen ja noch ein paar. Hey, wake up. Ja, aber die Reihen sind jetzt langsam aber sicher dicht geschlossen. Ja, keiner möchte getroffen werden und darum laufen die zum Teil von unten nach oben. Ja, ich bin auch von unten nach oben gelaufen und stehe jetzt am Nordwall. Das Problem ist, da sind einige doch schon derbe angeschlagen und es kommt niemand zum Tauschen hinterher. Ja, solange sie über 700 LP haben, ist da noch alles in Ordnung. Weil man sollte schon die Gewehre nach oben verlagern, damit zumindest mal ein Wall attackiert wird. Man kann auch überlegen, alles oben links in die Ecke. Und auf NW und Westwall auf die oberen Ecken. Also zwei, drei Leute kriegen viele Schüsse ab. Das sind so Ideen, die mir jetzt persönlich noch einfallen. Der ST sollte geräumt werden mal. Aber, ja, ja, wie gesagt, über den ST und die Felder oder das Feld innen am ST haben wir ja schon, habe ich mich ja schon mehrfach ausgelassen. Und ich habe also auch wirklich mitgelesen, dass sowohl Draken als auch Arti wirklich verzweifelt versuchen, die Leute doch mal ein bisschen zum Bewegen zu bewegen. Oh, das hört sich auch schön. Zum Bewegen zu bewegen. Aber es klappt eben offenbar überhaupt nichts bei den Defern. Das Einzige, was bei denen, glaube ich, läuft, ist die Nase. Wenigstens aber klappt noch halbwegs das Blocken. Wir haben 15 Leute in 26 Runden verloren. Irgendwie schön reden hier. Ja. Trotzdem, es wird auch einige ziehen da auch einfach weg. Warum wurde da links am AT nicht getauscht? Warum ist da wieder ein Feld frei? Ja. Ich hoffe ja jetzt mal, dass es klappt, dass sie das ST-Feld räumen. Ja, sonst würde ich als Soldat echt Eigeninitiative zeigen und über den Südwall flüchten. Also bevor ich dann noch 5 Runden auf dem ST stehe und nicht reinkomme. Das wäre eine Alternative, ja. Absolut. Es kommt immer nur einer rein. Ja, aber jetzt sind wenigstens genug Leute rausgezogen. Das Feld innen am Nordwall ist nicht besetzt worden. Ganz ehrlich sagen, hier am
Hostel, wo ich stehe, Fantasixi, Gemeinheit, stellt mich natürlich ein. Also die stellen den Sektoren an den Türmen ein, ganz klar. Ja, das ist das, was Zu wir vorhin gesagt unterbinden. haben, ja. Uns auch, wenn der Wall eine Gegenlinie gebildet, also da eine Gegenlinie gebildet worden ist. Die haben natürlich auch einen kleinen Spielraum da. Den nutzen sie auch. Ja, also das war klar, dass sie jetzt natürlich die Sektoren, wo die Blocker zum Tauschen stehen, einstellen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja. So, Dragen will jetzt den SW auch noch leer lassen. Das halte ich für einen taktischen Fehler. Wen Und willst du damit, aufstellen? das ist mir egal, da schicke ich jede Runde, da schinde ich Runden. Da stehen genug Leute mit LPs, zumindest einmal am rechten. 16.000er. Das halten die doch alle aus. Die halten doch alle eine Runde aus da. Und dann wird getauscht. Dann wird es Ich nicht Sinn darf machen, denen dann nicht die komplett voll zu machen. Boni-Posis geben, Chris. Das geht einfach nicht. Ja, aber Ne? wird es dann nicht Sinn machen, die komplett voll zu machen mit Nicht-Abs, wenn du sowieso keine Abs hast? Ja, im Süden. Ja, es ist eben schwer. Meine, Ob wenn ich ich dann den Südwall Soldaten komplett draufstelle. besetzt hätte. Wenn ich dann Soldaten mit 20k draufstelle, der ghostet eh nicht. Das heißt, Das ich ist kann die richtig, ja. Bonusposition eigentlich nutzen. Verteilen sich die Schüsse auch nochmal. Ja, alternativ bedeutet natürlich, dass das komplette Reinziehen des Südwalls, dass da jetzt ein ganzer Haufen Atter steht, die kein Schussfeld haben. Wenn du ein Ab da hast, ne? So Naja, meinst du es, dafür ja. verheizen sie ja ihre Abenteurer am Westwall. Die stehen direkt am Westwall. Drei Stück, vier Stück. Wozu brauchst du jetzt noch Abs? Bei der Art. Nein, ich rede von den Deffern. Von den Ja, die stehen innen am Fort, direkt am Westwall, verheizen da ihre LPs. Und dahinter steht ein 9000er Soldat. Da stehen. Also es läuft wirklich überhaupt nichts bei der Def. Also vom taktischen und vom Zugverhalten. Ja. Ja, Gonda, da gebe ich dir absolut recht. Also das mit dem eigenen Überleben scheint für einige wichtig zu sein. Nur man sollte sich halt dann noch hinterher, gerade die Leute, die sich als Teamleitung beworben haben, oder bewerben werden, sollten sich dann halt auch mal diese FKs angucken und schauen, wer steht an der Front und wer steht mit vollen LP da und macht ein dummes Gesicht. Also die Lücke am Nordwall hat sich jetzt verschoben, aber geschlossen sieht auch irgendwie anders aus. Aber ich glaube, die Atta hört ein bisschen mit. Jetzt schießen nämlich vier Leute statt zwei Leute auf mich. Stellen mehr Leute mich ein. Ja, Bei dem Sektor am DT. das ist wie mit mir, du. Wenn die uns zuhören, dann sagen sie den dummen Schwätzern, den hauen wir jetzt erstmal einen auf die Rübe. Aus Prinzip. Weil Che macht. Ein Bewerber schaut mal zu. Schaut schon mal zu. Ja. Also generell das Zugverhalten. Soho Army, naja dann, oder Soho Army. Da hören wir mit. Wollt ihr uns aus der Sicht der Atma sagen, was ihr euch von diesem FK, was ihr davon haltet? Also was ich aus der Sicht der Ad davon halte, dass sie sehr viel Glück gehabt haben mit dem schlechten Blocken der Nordsektoren. Prinzipiell das sehr gut machen.
Da ziehen die Leute deutlich besser. Jacker, man muss dazu sagen, wir haben jetzt für diesen FK über 250 Leute gehabt. Wir können 150, glaube ich, mitnehmen. 150, ja. Das heißt, man teilt natürlich auch Leute aus der AD, viele aus der oder einige aus der Dev, eher mehr aus der AD als aus der Dev heute. Also man wird schon die Leute raussuchen. Dann rechne ich jetzt persönlich mit 300, 400 Bewerbungen für 150 Plätze. Ich glaube, so viele waren es letztes Mal auch. Das kann und gut sein. Ja, da werden halt die Besten mitgenommen, ne? Naja, das Problem ist, du kannst eben auch nicht gerecht Leute mitnehmen, weil viele kennen sich untereinander. Da wird auch der ein oder andere Sympathiekandidat mitgenommen werden. Aber wie gesagt, gerecht auswählen kann man das meiner Ansicht nach sowieso nicht. Ja, ist schon schade. Also wie gesagt, die AD hat meiner Ansicht nach ein sehr vernünftiges Zugverhalten. Auch sehr diszipliniert. Wer kann, sucht sich Schussfeld. Jetzt wird sich unterm Südwall gesammelt, damit man durchs Vor auch noch Schaden machen kann. Das ist schon, also die AD hat in meinen Augen recht gut funktioniert. Den DT blocken sie jetzt schon mit einem Soldaten. Ja, wir hatten halt, muss dazu sagen, kaum Abts, ne? Ja, hatten wir ja schon gesagt, dass es da wohl bei der Musterung einige Probleme gab. Ich weiß nicht mehr, wer es darauf hingewiesen hatte, dass zu viele Leitenskiller dabei sind. Wie gesagt, in einer Dev Leitenskillen kann ich einfach nicht gebrauchen. Denn wie wir jetzt sehen, es fehlen die LPs. Und natürlich auch die Abenteurer. Ja. Andererseits muss man halt das mitnehmen, was da ist, da die Dev sowieso nicht voll war. Wurde eben alles mitgenommen. Oder es hat alles teilgenommen, was am vorgestanden hat und sich in der Dev angemeldet hat. Also den Musterern kann ich dann, muss ich jetzt mal eben Abbitte leisten, gar keinen Vorwurf machen. Ja. Weil ob ich das Muster oder nicht, ist völlig Latte. Wird alles mitgenommen. Man muss aber natürlich auch ein paar Schadensleute machen. Ob es jetzt Full-Leiten sein muss, ist wieder was anderes. Man kann ja auch Teil-Leiten nehmen und sagen, ich komme mit 5000 LP. Da kann ich auch mal ein bisschen an der Front helfen. Macht trotzdem noch ordentlichen Schaden. Es muss ja nicht immer 1500 sein. Es ist halt irgendwie, es kommt drauf an, wie man verteidigt. Wenn ich sage, ich halte offen dagegen, ja, brauche ich auch Leute, die Schaden machen. Ja, how you play, das Eagle-Taktik sein sollte. Ja, du kannst nur, wie gesagt, ohne LPs kannst du keinen Eagle machen. Ja. Das ist einfach so. Und wie how you play gerade sagt, wir haben bestimmt 20 bis 30 Onliner gemustert mit 1500 LP oder knapp 1600. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben dann auch diese Spieler den FK nicht verstanden. Ich kann mit einer reinen Leitenskillung gerade nichts werden. Ich kann nicht an die Front gehen, weil 4 Treffer und ich fliege ins Nirvana. Das passt nicht. Aber how you play, was ich jetzt dazu nochmal sagen muss, warum bringt es nicht, wenn ich Teil auf Schaden gehe? Macht doch auch ein bisschen mehr Schaden als sonst und ja, kann auch an die Front auch aushelfen. Ja, muss doch nicht immer nur Geld und Leuten sein. Natürlich mache ich da ein bisschen mehr Schaden, als wenn ich LPs habe. Selbst ein Teilskill auf Leiten
Bringt nichts. Der Sinn einer Igel-Taktik ist von Haus aus, ich gehe auf Runde 55 und fertig ist. Ja, das heißt also, ich brauche LPs, LPs, LPs. Die müssen gar keinen Schaden machen. Nicht nur Igel, sondern generell etwa. Nein, ich rede jetzt einfach nur von dem Igel, weil das war ja, soweit ich weiß, vorgegeben. Ne? Und da ist es mir dann auch wirklich egal. Da kann ich da, ich sag mal, ich habe 116 Leute, kannst du ja mal ausrechnen. Du hast 116 Leute, die im Schnitt 15.000 LP haben. Wie viele LP ist das denn? Die musst du erstmal runterschießen. Das schaffst du bis Runde 55 definitiv nicht. Weil eben auch die Ad auf LPs geskillt hat. Das schaffen die nicht. Das ist rechnerisch einfach nicht machbar. Macht es wirklich Sinn, dass ich nur auf Schaden gehe, wenn beim Eagle zum Beispiel oder bei einer Dev generell, wenn am Ende die LPs fehlen, um mich zu schützen? Wir brauchen doch genügend LPs, um auch unsere Schadensleute zu schützen. Ich kann doch nicht mit 20, 30 Leuten rumlaufen mit 1500. Nein. Wenn sie Schaden machen wollen, können sie meinetwegen mit 5.000 oder 6.000 kommen. Machen sie halt im Schnitt vielleicht 200 Schaden weniger. Ja. Aber können dafür 5.000 LPs an der Front liegen lassen. Oder wenn sie mal nicht ziehen, sterben sie nicht gleich. Weil das bringt dann überhaupt nichts. Also es sind noch 22 Runden. Weiter, wenn ich das mal kurz überblicke, ist da noch Artemis. Und das war's dann auch. Das heißt, sie haben einen Abenteurer für die Fahne zurückbehalten. Das wird Artemis sein. Ja. Ach, da haben sie es wohl. Weil ein 12,5k Abenteurer mit PA, der hält die Fahne ja selber schon von Haus aus mal 5, 6, 7 Runden. Dachte ich mir, Artilein. Ich glaube, in meiner Aussage gerade eben habe ich mir bin verkackt, da irgendwie bei der WM mitzumachen zu dürfen. Ja. Wenn ich sage, dass die Leiten Leute LPs mitbringen können. Dürfen sollen. Weißt du, war noch nie besonders populär, die Wahrheit zu sagen. Also ich nehme jetzt beispielsweise einfach mal meine Figur. Ich bin vom ET runter, stehe jetzt am Nordwall gegenüber von Rauti. Und ja, an mir kommt er so schnell nicht vorbei. Allerdings schießt er auch nicht auf mich, sondern die scheinen irgendeinen Spieler eingestellt zu haben. Ich vermute mal Kronos. Um da auch wieder den Abenteurer runter zu brezeln. Ist aber nur eine grobe Schätzung. Weil Rauti schießt jetzt schon seit einigen Runden nicht mehr auf mich. Er kann ja eigentlich nur... Ja, er kann höchstens Fukushima eingestellt haben, in den Sektor mit Servota. Rechts geht nichts und wenn er deinen Sektor einstellt, dann schießt er auf dich. Der muss an sich Fukushima Sektor eingestellt haben. So eine kann ich mehr sehen, wenn ich mein Größer. Da müsste er hinkommen, ja. Na, ich tippe doch mal auf Kronos. Ah nee, das geht ja gar nicht. Der ist in deinem Sektor. Ja, der müsste genau. Auf dich schießen. Ja, der müsste auf mich schießen. Ja, dann haben sie Fukushima eingestellt, richtig.
Ja, How You Play, genauso sehe ich das eigentlich auch. Ja, was ich von solchen Statements während eines FKs halte, das darf ich jetzt hier nicht sagen, sonst wird das von frei ab 12 auf einmal frei ab 18. Bitte, Henry macht Werbung für unseren Stream. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle doch Henry mal grüßen, wenn er zuhört. So, vielen Dank. Tatsache. Hey, wake up. Aber wir sehen eben auch das Problem, gerade am Nordwall, da steht so ein kleiner Leitenduellant mit noch 660 LP und kann eben die Lücke nicht schließen zwischen dem Soldaten und dem anderen Duellanten. Ja, er macht zwar Schaden, wichtiger wäre aber, wenn er, dass er LPs hätte und auch selber ein bisschen was aushalten würde, dann könnten die anderen beiden auch länger durchhalten. Am Westwall wird es auch jetzt recht lockig. Na Quatsch, der Westwall, der Ostwall ist natürlich. Ja, mal schauen, was er da macht. Aber auch, da kann man sagen, eine Bitte an die Leitenden, geht doch mal ein oder zwei Runden in so einer Situation an den Ball ran. Er schießt nur ein Mensch auf euch, wenn der Sektor vollgehalten wird. Das überlebt ihr. Und da nehmt ihr den Leuten, die euch den ganzen FK lang den Hintern schützen, mal entlastet die. Und ja, freuen sich dann sozusagen eine Runde länger stehen bleiben zu können, um euch zu Chris, schützen. ich hab sogar irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr was, dass wenn man bei so einem FK draufgehen sollte, Ja. dass sich das nicht aufs RL auswirkt. Also habe Nicht? ich wirklich, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Und jahrelang mache ich das falsch. Muss erst in einem Stream auftreten, damit mir das jemand mal sagt. Ja, siehst du, wenn du heute Abend ins Bett gehst, kannst du sagen, Mensch, beim Luckner, da habe ich was gelernt. Kleine Ja, Zwischeninfo noch unglaublich. für alle, die es auch nie interessiert. Es gibt schon einen Zwischenstand der Anmeldung bislang für die FKWM. Es sind 91 Leute bereits angemeldet. Und das, ja, ich sag mal, 10 Stunden, nachdem die Liste freigeschaltet wurde. Das Interesse scheint also recht groß zu sein. So, wir gucken jetzt weiter. Mittlerweile sind den Defern die Abenteurer ausgegangen. Jetzt stehen die LP-Soldaten auf den Türmen und versuchen die irgendwie noch zu halten. Ausnahme ist der ET. Aber da gilt jetzt eben das, was ich vorhin sagte. Wenn diese LP-Soldaten sich an den Westwall gestellt hätten und die Abenteurer dahinter, aber dann hätte man die jetzt einsetzen können. Aber wie war das? Hätte, Richtig. hätte, Fahrradkette, ne? Ja, irgendwie sowas war das, habe ich auch mal gehört. Da könnten wir jetzt rein theoretisch ja diese Diskussion aufmachen, sollten LP-Abt sich eher aufsparen oder nicht? Spätere Situationen im Fortkampf. Egal, ob das jetzt eine volle offensive Def, sage ich mal, ist, wo du dagegenhalten möchtest, oder wie in dem Fall Igel. Also beim Eagle definitiv mindestens zwei Abenteurer aufbewahren. Turm, oder? Nein, jetzt generell. Das erstmal von Haus Generell. aus, meine ich, für die Fahne. Ja. Des Weiteren natürlich ganz klar, Abenteurer sind beim Eagle einfach das A und O.
Deren LPs werden gebraucht. Die kriegen 2 Treffer ab. Wenn sie dann noch ein schönes Widerstandsset anhaben, dann tut das noch nicht mal so weh. Dann ist das wie ein eingerissener Zehennagel. Und die halten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist ja einfach so. Anders natürlich auch die Errichter auf ihrem Türmchen durch diese ganze Bonusregelung. Die weichen ja auch aus wie Teufel. Das heißt also, ich könnte sogar, wenn ich wenig Abenteurer habe, von Anfang an den ET mit Errichtern blocken. Da haben viele ordentlich LPs. Guck mal, ja, der Look, da hat 10.000. Das ist auch nicht das Verkehrteste, ne? Nein, aber weißt du, was ich meine, wenn es darum geht, eben die Abenteurer zu schonen? Und ja, natürlich muss man sich die Abenteurer so lange wie möglich aufbewahren. Nur du brauchst sie für AT, DT, brauchst du sie. Ja. Definitiv. Weil man sieht ja auch, wenn ich jetzt auf dem ST abzette, man könnte noch einigen Gegner das Schussfeld nehmen. Ja. Da draußen irgendwo rumgammeln, am ET oder am ST draußen. Leider jetzt. So, Artemis zieht sich weiter zurück. Für den Fall der Fälle. Ja, von der Lücke am Nordwall, da sage ich jetzt erstmal gar nichts. Doch, da sage ich was. Sie wurde geschlossen. Super. Aber auch da, Lumiter braucht im Prinzip schnell Tausch. Und jetzt sieht man wunderschön, wie sinnfrei die Duellanten, die Leitenduellanten sind. Die stehen auf dem Haus. Ja, sie machen ihren Schaden, nur sie nützen mir nichts. Sie nützen mir nichts zum Igeln, weil sie eben nicht durchhalten können. Ja, Dev ist LP. Dev ist definitiv LP. Weil du halt, weil du sagst, ich habe entweder schieße ich es aus und wenn es nicht hinhaut, kann ich mich irgendwie die 55 Runden retten. Sei es, ich lasse da 2 ab zum Ende stehen, der eine auf der Fahne, der andere geflohen. Ja. Irgendwie. Ja, das ist ja der Sinn des Eagles. Habe ich ja vorhin schon erzählt. Wir machen Runde 55. Hast du dir denn eigentlich schon eine Taktik überlegt, EM, falls du mitmachen solltest? Nö, brauche ich nicht, da ich zum Leiten nicht zur Verfügung stehen werde, weil wir zusammen nebenbei diese Live-Übertragung machen. Okay. So, jetzt sehe ich zum Beispiel, ich muss das entschuldigen, dass ich dich jetzt mal unterbreche. Sehr sinnfrei, jetzt haben wir eine Lücke wieder am Nordwall. Und ich habe durch einen ganz blöden Zufall gesehen, dass das der 7000er Duellant gewesen ist. Der jetzt da weggegangen ist. Warum ist der weggegangen? Oh, prima, dann wollen wir doch mal zusehen, dass der Draken und der Luckner ein bisschen mehr abkriegen. Es macht einfach keinen Sinn, da wegzugehen. Der hat 7k, der muss da stehen bleiben. Schüsse müssen sich verteilen. Oh Mann, du, ich treffe aber wie ein Großer. Das ist ja unfassbar. Eine Frage von How You Play. Was habt ihr nach der Änderung mit der Formel mit Ausdauer und Verstecken und Fallen für Erfahrung mit Grün-LP gegenüber Rot-LP? Würdest du zuerst, oder? Oh, das ist relativ, mir relativ egal. Also ich hatte, ich habe 2,5 Jahre Pause gemacht. Deswegen kennen mich einige wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, ich habe jetzt für den Errichter hier eine Grün-Blau-Skillung gewählt. Finde die eigentlich sehr ideal. Das heißt, alle Attribute schön aufgeteilt zwischen Grün und Blau.
Und damit ich auch ein bisschen zu was Nütze bin, habe ich die ganzen Fertigkeitspunkte auf LP gelegt. Hab damit sehr gute Erfahrungen. Ich treffe sogar, wie eben gesagt, sehr gut. Und es geht eben auch mit dem Ausweichen. So, Also jetzt. meine Erfahrung damit ist eigentlich, es kommt auf die Charakterklasse drauf an. Ganz klar, weil für einen Abt, einmal ist es scheißegal, ich krieg zwei Treffer ab. Dementsprechend packe ich da immer noch alles auf LP und Rot. Man muss natürlich auch sagen, ich treffe dadurch wirklich relativ schlecht, weil ich ja kaum was habe. Wenn man das richtige Set anhat, kriegt man dadurch schon sehr viel Bonus. Auch gepimpt macht das vielleicht zum Teil Sinn. Und als Abenteurer, wie gesagt, zwei Treffer, danach ghoste ich, hoffentlich. Und dementsprechend brauche ich viele LPs. Ja, Bei genau. Soldaten, Errichtern, wie gesagt, muss man sich überlegen, ausrechnen, ob sie es rentiert oder nicht. Also wie gesagt, ich kann diese Blau-Grün-Skillung wirklich empfehlen. Die kannst du sowohl für die Ad, also ich habe es jetzt bei der letzten Ad ausprobiert. Natürlich mache ich keine 30.000 Schaden als Errichter, aber ich treffe was. Und ich bin auch mal für die Front zu gebrauchen. Also von daher ist das schon nicht schlecht. So, kommen wir zurück zum FK. Hat sich irgendwas geändert? Ja, jetzt dünnt sich langsam der Süden aus. Und es wird interessant zu sehen, wer jetzt den mittleren Südsektor vor dem Tor blockt. Weil da sind jetzt gerade noch 1000 LPs über. Passiert uns genau das, was das letzte Mal die Polen gemacht haben beim Halbfinale FK, glaube ich, gegen uns. Wo wir die auch netterweise das Tor gegeben haben und ihnen nicht geblockt haben. Und dann eiskalt mit jeder Runde zweimal ins Fort gesprungen. Ja gut, hatten genügend LPs, um dann innen auszuhalten, aber ich glaube, da war ich erstaunt drüber, der Draken auch. Und ich glaube, die Leitung ebenfalls, dass die da eiskalt mit zwei Mann jede Runde ins Fort gesprungen sind. Würde ich mir jetzt hier auch vorstellen, halt dann die Leute außen mit ins Fort zu bringen. Ah, ich denke sogar, die würden nicht nur zwei Leute reinschicken, die werden den Sektor voll machen. Ja gut, damals Damit halt noch eine eben auch, Südwelle. Entschuldigung. es stehen einfach noch genug Leute draußen, die da auch nachrücken könnten. Auch die LPs sind ja noch da. Also wenn ich sehe, dass da noch so ein dicker 21K-Soldat steht und da ist schon noch einiges da an LPs. Aber es geht jetzt so langsam aufs Finale zu. Wir sind bei Runde 42, 13 Runden noch. Das Wir haben erst heißt, sieben Mann gekillt. das ist ja nicht der Sinn, das ist ja, sage ich ganz ehrlich, das ist genau das, was ich von Anfang an sage, ist völlig egal. Und wenn ich nur einen kille, solange ich in Runde 55 oder nach 55 Runden noch jemanden stehen habe und die Fahne nicht kriegen, dann stehen da meinetwegen 115 tote Deffer und singen Ella Badge, weil gewonnen. Es geht nicht Ja. darum, wer überlebt oder so. Das spielt keine Rolle. Ja, stimmt schon, aber jetzt ist so die heiße Phase. Jetzt so eine 43, das heißt, wir haben jetzt noch, jetzt muss ich rechnen, 13? Ja, 13 Runden haben wir, glaube ich, noch. Ja. Je mehr Gewehre der Gegner hat, der freut sich jetzt über jeden, weil wenn er irgendwo reinbricht und mehr Leute Schussfeld geben kann, fallen immer mehr von uns. Wenn wir Glück haben, überlebt halt einer. Ja, und das ist eben, und dafür ist eben Arti da.
Die müssen wir schützen. Und da werden sich alle Onliner in wenigen Runden Richtung Fahne begeben, AT in die Mitte stellen. Und alles wird sich drumrum scharen und dann wird's ausgeschossen. Also ich persönlich, ne, das ist jetzt nur meine Meinung, würde jetzt NW-Block und Ostwall und Westwall-Block minimieren. Alles gegen den Süden stellen. Damit die von außen nicht reinkommen. Das heißt, in jeden Sektor eine LPler reinstellen. Behält das eigentlich aus gegen 3 oder 4 Leute. Und alles im Süden überhaupt nicht reinlassen. Ja, du siehst, wenn man zieht sich vom Nordwall, wird sich zurückgezogen. Also 12 Runden, ich glaube nicht, dass sie das durch Ausschießen gewinnen. Na gut, Oswald ging jetzt rein, aber es ist halt außen keiner, der nachbesetzen kann. Richtig. Und die beiden, die reingegangen sind, auch weil ja das gibt Haue. Da stehen ja die ganzen Leiten-Duellis. Zu denen haben sie jetzt die Boni-Pussys aufgegeben und auch noch den Abstand verkürzt. Ja, Trunks, hast du recht. Deswegen haben wir auch Zeit, uns nebenbei über Skillungen zu unterhalten. Weil es ist natürlich zäh. Absolut. Ich weiß nicht, jetzt habe jetzt nicht mitgezählt, seit wie vielen Runden die auf den Wellen stehen. Seit Runde 50, glaube ich. Ja, dann guck mal an. Na, 30 Runden de facto fast keine Bewegung. Onkel Fake sollte jetzt den einen Sektor runterblocken. Na gut, das macht dann jemand anders. Nein, also ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass die Defer das Ding gewinnen werden. Ich lege mich da mal fest, die gewinnen das. Denn wie Chris richtig sagt, es ist ja auf den der Ostwall ist jetzt frei. Auf dem Westwall gibt es auch ordentlich auf der Büchs. Da ist auch nicht mehr allzu viel zum Nachbesetzen. Das Einzige, was ich sage, ja, gut, wir haben noch die Arti mit 12K. Ja, das meine ich eben. Solange der Weg zur Fahne irgendwie blockiert ist, passiert da auch nichts. Richtig. Müssten wir jetzt, glaube ich, im Süden rein ins Fort, um zur Fahne zu kommen. Kann ich mal eben abzählen. 46, 47, in Runde 48 werden sie auf der Fahne. Das heißt, 3 Runden haben sie noch. Ja. Das Einzige, wenn jetzt der Esti noch fällt, gibt es im Westen noch ein paar Leichen. Dann wird es vielleicht nochmal spannend, aber müsste eigentlich durch sein. Ja, ich lege mich da fest. Also das Fort wird gehalten. Wie gesagt, eine Glanzleistung war es definitiv nicht. Von den Deffern. Die Taktik der Atta fand ich sehr gut. Wie gesagt, begünstigt durch Blockfehler, nennen wir es mal. Aber damit muss man eben beim Eagle immer rechnen. Ja, Trunks, warum? Ja, der LP-Skill, genau. Wir haben halt trotzdem noch einige sich dagegen stellen können und durch das Zurückziehen, ich hätte es vielleicht wirklich mal 5-6 Runden früher gemacht, weil es im Norden irgendwie keinen Sinn gemacht hat für mich, da noch länger offen dagegen zu stehen. Aber durch das Rückziehen ist halt der große Vorteil, schießt 1 gegen 1 und verlierst kaum LP. Genau. Solange die Türme geblockt werden, und das sieht heute ganz gut aus, hat gut geklappt, trotz der wenigen Ups. Na gut, ST ist jetzt gerade gefallen, aber ja. So, jetzt sind sie drin. Das heißt, jetzt wird auch der Befehl
kommen. Alles ja, ab zur grad. Fahne. Jo, kommt. Guck sich an, du, der Luckner, der kennt das als doch. Als ob du leiten könntest. Ja, als ob ich sowas schon mal gemacht hätte, ne? Ja, es ist, dazu muss man wirklich sagen, ich habe viele FKs geleitet. Und habe auch insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich an FKs mitgemacht. Das heißt also, ja, alles gesehen hat man nie, aber ja, man kann den Standard eben voraussehen. Und was wir ganz vergessen haben, da steht ja auch noch Babs oben in der Ecke beim AT mit 11k. Die ja, haben wir ganz außer Acht gelassen. Also um das auszuschießen, müssten sie die ja auch noch wegpusten. Das heißt eigentlich Weg zur Fahne blockieren und alle um Babs rumstellen. Ja. Solange die da keine Duellanten auf den Wall stellen und alle Babs einstellen lassen, das ganz gut aus. Wobei, Art hätte jetzt echt noch geblockt aufgrund der Sonderstellung von Babs da oben. Ja, wie gesagt, die müssen sie auch erstmal wegpusten. Ja, aber ich hätte den Turm noch behalten. Also jetzt kriegt Babs ein paar Runden früher was drauf, ne? Aber gesagt, das sind noch zu viele. Du musst einfach gucken, von wem kriegt sie denn was ab? Ne? Ja. Das ist nicht viel. So, Randbird bewegt sich jetzt auch noch langsam Richtung Fahne mit seinen 14k. Arti wird mit ihrem entzückenden Bratarsch sich jetzt auf die Fahne setzen. Und darf den... doch so nicht sagen. Ach scheiße, jetzt doch ab 18, wa? Ja. Und, das schneiden wir raus. Ja, genau, schneiden wir raus. Ist hier jemand mit einer Schere dabei? Nein, ist einfach so, der Drops ist gelutscht. Solange Arti nicht ins Schussfeld der Atta kommt, passiert da gar nichts. Hey, wake up. Ja, was wir gesagt haben, Kronos und Arti stehen auf der Fahne, drumherum die letzten LPs. Und oben in der Ecke steht Babs und hat immer noch 10k. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir warten jetzt mal ab, jetzt ein paar Runden. Werden noch weiterhin irgendeinen Schwachsinn hier labern. Wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt noch habt, jetzt ist die Möglichkeit. Ja, es sind einfach sinnfrei, solche großen Fours. Wie gesagt, es sind taktische Fehler passiert. Und trotzdem werden die Atta das Ding nicht gewinnen. Ja, jetzt die große Frage an dich. Waren die Atta zu passiv? Nein. Hätten sie irgendwas anderes machen müssen, können, sollen? Nein. Also die Atta hat schon, wie habe ich vorhin ja auch schon erwähnt, meiner Ansicht nach sehr gut gespielt. Die haben versucht, dass so viele Leute wie möglich Schussfeld haben. Haben die Welle besetzt,
ins Vorrein konnten man neben den Wellen im Süden irgendwie einen Block bilden können, müssen, sollen, dass man da durchs Tor punktuell mehr Schaden macht? Ja, wie gesagt, ich weiß eben nicht, ob was da unten im Süden offline oder online noch ist. Ja, ich meine, die Typen, die aus dem Norden rumgelaufen sind. Im Süden war ja, in der Südmitte war ja alles leer. Aber hätten wir da irgendwas machen können? Eher nein. Also ich sage ganz klar eher nein. Nein. Also nach meiner Einschätzung war das Ding so nicht zu gewinnen. Ja, vielleicht war genau das Drakens Idee mit, wir schenken den Norden her, dann weiß der Gegner nicht wohin. Naja, das ist natürlich, so kann man es sehen. Ne? Das heißt also, wir schenken den Norden her, heißt ja auch immer, wir verteilen uns. Das heißt also, es ist kein gesammelter Block. Ich würde eine Art zum Beispiel versuchen, knallhart über den Süden zu gehen. Und der Norden wird mich gar nicht interessieren. Ja, weil du eigentlich da nicht reinkommst. Richtig. Und dann haben eben sehr viele Leute durchs Tor Schussfeld und die Deffer wissen einfach nicht, wohin des Weges, Bursch. Wo soll ich mich verstecken? Und es ist dann eben die geballte Schusskraft, die es ausmacht. Frage von Flickenfranz oder Gondal. Würde es Sinn machen, die erste Welle der Art alle Duellanten auf die Welle zu schicken, um im Fort mehr Schaden zu machen? An sich kann man es so machen, allerdings brauchst du halt dann auch Leute, die LPs haben. Wenn du jetzt unsere 30 Leitendulanten draufschicken, lacht sich der Gegner ein, schießt die in 3 Runden runter. Man könnte natürlich sagen, ich setze vermehrt Duellanten ein, um mir den Weg freizuschießen, vielleicht auch LPler. Es machen nur die reinen Leitenduellanten, machen in einer Dev, dabei bleibe ich schlicht und ergreifend keinen Sinn. In der Dev. Was ist jetzt? Ich rede jetzt von der Dev. Also in der Dev machen sie keinen Sinn. In der Art, ja, natürlich. Die Duellanten auf die Welle zu schicken, nein. Also die Leitenduellanten solltest du, das ist meine Meinung, ja, klar, so stellen, dass sie Schussfeld haben und wenn kein weiteres Schussfeld geboten wird, weil es ein Igel ist, dann halt wirklich in den Süden, durchs Tor. Das tut auch weh. Ja, das war die Frage, ob ich in der Art die Duellanten auf den Ball stellen sollte. Nein, also wenn es Leitenduellanten sind, auf gar keinen Fall. Genau, Leitenduellanten nicht. Duellanten mit mehr LPs können gerne dabei sein, die kriegen ja ab und zu mal, macht es alles einfacher. Und die stellen wir nicht gleich. So, was wir gesagt haben. Die müssten jetzt langsam aber sicher auf der Fahne stehen. In der nächsten Runde. Das ist nicht mehr möglich. Und das Gruppenkuscheln der Deffer führt natürlich dazu, dass sie relativ hohe Verluste haben, weil die Atter von Bruni-Posi schießen. Die sollten sich jetzt übrigens zurückziehen auf Bruni-Posis. Also alles, was im Vor steht, sollte jetzt auf Wälle und Türme, um eben mit den Boni so viel Schaden zu machen wie irgend möglich, weil sie eben nicht mehr auf die Fahne kommen. Da passiert fein nix. Hey, wake up. Ja, jetzt müssen sie es ausschießen und wie sollen sie es machen? Die werden noch nicht mal Barbs wegkriegen, das sage ich jetzt einfach mal so.
Und den Draken fragen, ob er noch was sagen möchte hier. Ich denke mal, da das Ding jetzt gewonnen ist, wird er sich gleich auch nochmal zu Wort melden. Also für mich wirklich das Zugverhalten einiger Spieler neben der Skillung. Jo. Sollte man mal drüber nachdenken. Bin auch gespannt, was es gleich im Forum da an Texten geben wird. Wenn ihr Kritik zu uns habt, dann dürft ihr gerne teleschreiben, was ihr gut gefunden habt, was scheiße, was nicht so schön war, wollte ich sagen. Dafür muss mich ja wirklich zusammenreißen. Ja, aufpassen. Entweder an Draken oder an Christopher oder gerne auch an mich. Oder ein Gruppentelegramm. Oder so. Wir sind dann, wie hieß es so schön, stets bemüht, das abzustellen, was negativ ist. Und versuchen die guten Dinge dann für die WM mit zu übernehmen. Dragen rechtfertigt sich auch gerade ingame, dass er das erste Mal einen Eagle gespielt hat. Oder geleitet hat. Ich hab jetzt. Dragen nimmt es mir nicht übel. Hat man gesehen. Naja, wir haben ja schon gerade auf der 13 damals die Eagle. Ja, nahe der Perfektion gespielt. Es war also wirklich schon teilweise, und die FKT macht es ja heute auf der 13 genauso immer noch. Leider. Ne? Also das ist schon schwer zu knacken, so ein Ding. Und da ist er. Ja, da bin ich nun auch live aus dem FK-Geschehen, wieder zurück im Stream. Ja, Katastrophentag, Katastrophen-FK, das war alles irgendwie anders gedacht und angesagt, auch schon während der Musterung. Es lief vieles nicht so, wie es hätte sein sollen. Ja, mit dem Lesen ist das eine Sache, dann wusste man heute auch nicht so wirklich, wer denn nur überhaupt Deutsch spricht oder nicht. Auch das kam noch mit dazu. Man weiß, vielleicht wollte auch manche einfach nur Deutsch nicht verstehen, auch ja, man weiß es nicht. Wie man gesehen hat, die ersten Runden, die waren einfach nur ein Fiasko. Da braucht man nichts dazu sagen. Also, ja, das war desaströs. Also, ja. Ja, ich habe gerade schon gesagt, dass du geschrieben hattest, dass du das erste Mal einen Eagle geleitet hast. Ja, ist ja kein Geheimnis. Nein, das ist ja auch durchaus eine Sache, ne? Auch das muss geübt werden. Und ich will ja nicht klugscheißern, aber was habe ich gesagt? Die kriegen Barbs da oben aus der Ecke auch nicht weg. Weil jetzt online gekommen ist. Nee, es hat uns wirklich gerettet, dass es dann mindestens in der zweiten Hälfte einigermaßen funktionierte, als dann endlich mal die Linien an den Mauern standen, wie es eigentlich angedacht war. Und ja, klar hast du immer noch dann auch ein paar, in Anführungsstrichen, Schein-Offliner dabei. Ohne jetzt mal Namen zu nennen, ich sag nur im Hinblick auf den ET zum Beispiel, die dann halt 5 Runden angeschrieben werden, ohne dass irgendwas passiert, und ja. Ich sag mal, die Elite-Truppe, wenn man das denn so nennen will, die stand heute im Angriff. So. Hallo, ich war eine Dev. Und Luki auch. Ja. Dankeschön.
Das motiviert mich. Ich meine ja nicht euch, sondern insgesamt so das Sammelsurium. Ich meine auch die Tatsache, dass wir hier ein Level 7 mit 200 LP dabei hatten und in Unterzahl gestartet sind, das war ja schon... Ja, es waren, wir haben es auch erwähnt, Draken, also die ganzen Leitenduellanten, die sich in der DEF angemeldet haben, das ist absolut sinnfrei, damit 1500 oder 1600 LPs rumzukaspern. Ja, du hast gesehen, also es bringt nichts. Sie stehen da in voller Frische auf den Häusern, sehen dabei hübsch aus, aber sobald du da mit der Maus drüber gehst, fährt ja. Der kalter Schauer über den Rücken. Denn du kannst die nirgendwo hinschicken, die gehen auch freiwillig nirgendwo hin, was man auch irgendwo nachvollziehen kann. Ja. Ja, es ist im Grunde genommen die Diskussion, die wir hier auch schon hatten. Es macht also in der DEF definitiv keinen Sinn, mit Leitenduellanten zu arbeiten. Machen Schaden, eine Handvoll das ist immer schön. In Ordnung, aber, Mehr darfst du nicht mal, haben. Leitenduellanten, okay, aber wir hatten ja auch Leitensoldaten und das sind dann so Sachen, wo man sich schon fragt, wieso, ich sag mal, wenn man auch die ganzen Umskill-Tränke im Inventar hat, den 99, die da jeder hat, also auch ich habe mich heute auf LP umgestellt, ne? Hätte man machen können. Aber, ja. Oh, ich habe einen Trauerfall zu beklagen. Meine Maus ist gerade gestorben. Moment. Aber wie kann das nicht sein? Ja, weiß ich auch nicht. Hat sich gerade ins Nirvana verabschiedet. Nee, sie hat es geschafft, die Übertragung zu überstehen. Das ist schon mal was. Und die ganze Kommentiererei. Und ja, ich hoffe mal, dass es einigermaßen gefallen hat heute. Trotz all den, all dem Durcheinander, unseren kleinen technischen Problemen zu Anfang. Auch wenn der Drag nicht damit kommentiert hat. Ja, das war unglücklich. Also ich sag mal, ich hätte mich vielleicht auch davon fernhalten sollen, da in der ersten Runde noch fix den zweiten Browser herzurichten als Ersatz, um die Übertragung wieder in Gang zu bringen. Ja, es war wie gesagt alles... Hätte man vielleicht eine Runde später machen sollen. Ja. Ich gestehe es ein, dass das war nicht optimal. Also ja, zumal man halt auch, ich sag mal, irgendwo eine gewisse Routine erwartet ist von seinen Welten her, dass die Leute eben auch dann selber im Zweifel zugange sind und wissen, was sie machen. Da muss ich ehrlich sagen, hatte ich einfach so dieses innere Gefühl irgendwo ein Stück weit, dass ich damit gerechnet habe, dass sie auch von alleine da hingucken und wissen, was Sache ist. Aber ja, man hätte es ansagen können, man hätte es ansagen müssen. Und wie gesagt, da das technische Problem erst in Runde 2 oder 3 mit angehen, das war so nicht ideal. Nun wissen wir allerdings, dass es mit dem Flashplayer-Add-on irgendwie hängt bei Luckner, weshalb auch immer, denn bei mir funktioniert es ja. Ja, ich bin Deutscher, ich bin schuldig geboren, es liegt an mir. Aber auch das werden wir fürs nächste Mal dann noch behoben haben. Davon gehe ich aus, ja. Und ja. Dafür machen wir ja diese Testübertragung. Wie der Rheinländer sagt, es hätte noch immer gut gegangen, ne? Nee, gut je Junge, ne? Ich weiß, ich bin kein Rheinländer, keine Ahnung. Wir sollten Arti dazu befragen. Aber ich dachte, sie wohnen in Holland. So. Nein, ich möchte mich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich bei allen bedanken, die uns zugeschaut haben. Die uns auch Fragen gestellt haben. Ich hoffe, wir haben keine offen gelassen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch Chris. Denke mal, du opferst dich auch mal wieder. Und hilfst uns. Das passt schon, gell? Als Kommentator. Ja, selbstverständlich. Als Kommentator, bester Freund und ja. Und wie gesagt, wenn ihr Kritik habt, schickt uns Teles, macht das im Gruppentele. Wir sind, denke ich, nicht beratungsresistent, sondern wir versuchen dann auch, die Sachen, die euch nicht gefallen haben, abzustellen. Und das, was euch gefallen hat, nö, das stellen wir nicht ab, das behalten wir dann bei. Das finde ich besser, ja. Jo. Dann würde ich mal sagen, haben wir eigentlich so ziemlich alles abgefrühstückt oder hattet ihr noch irgendwelche Anmerkungen zum FK, wo wir noch drüber reden wollten? Denkst du über eine Kohleite nachtragen? So,
in welchem Zusammenhang? Speziell für irgendwelche Gruppen wie Blockerei, Westen oder Osten gemacht, bis du da ein bisschen entlastet wirst. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, dann einen Abenteurerleiter zum Beispiel zu haben, beziehungsweise halt einen Blockleiter, der da eben auch, wie man gemerkt hat, da die Tauschs aktiv ansagt. Denn auch das, wie gesagt, das hat man alles schon anders erlebt, zumal wenn man halt die Routine drinnen sitzen hat und es irgendwo gewohnt ist, dass die Leute sich auch, ich sag mal, mehr selber drum kümmern. Ne? Ja. Und das sind halt Geschichten, ja, du musst dich da wirklich erstmal dran gewöhnen, dass es eben, dass es halt anders ist und dass du da vielleicht ein anderes auch nochmal wieder drauf gewinnst, als man das vielleicht sonst hatte. Aber alles in allem, also, ja, wie gesagt, man hat schon deutlich Schlimmeres erlebt. Das ist, ja, wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Alles in Ordnung, soweit. Wir hatten ja... Der Luki, es sah nicht die ganze Zeit danach aus. Der Luki und ich haben uns überlegt, ob das geplant war mit dem Norden. Wir könnten uns das jetzt vorstellen, dass es geplant war. Es ist auch geplant. Ja, war geplant, okay. Es war geplant laut, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, auch mit der Musterungsansage, dass auf jeden Turm zwei Abenteurer sollten. So, die fanden sich auf dem DT schon mal gar nicht. Auf den unteren Turm stand auf dem ST nur eine Abenteurer oder Abenteurerin, habe ich jetzt nicht mal so in Gedanken, die dann auch noch den falschen Sektor außen erwischt hat. Auf dem ET war überhaupt nicht los. Gut, das sagt uns natürlich... Plus eben der Ansage, da die inneren Ecken an den Türmen freizuhalten, also AT, DT, ET, SC, auch da war irgendwie die ganze Zeit Betrieb, obwohl es eigentlich anders angedacht war. Auch während dem FK, also weiß nicht, wie viele Male wir das da wiederholt hatten, macht doch mal die Ecken frei. Ja, das habe ich mitgelesen, das war also doch durchaus, also ich habe das auch in dem Bereich beratungsresistent und getan. Ja, das kann ich verstehen. Weil es eben auch viel Zeit gekostet hat, in der du nicht wirklich sinnvoll agieren konntest. Denn du kannst nicht wenn drei Felder in frei sind, kannst du nicht sagen, der Turm geht rein. Denn dann ziehen zwar drei Leute vom Turm, aber die anderen kriegen auf die Fresse und gehen kaputt. Und sterben, was dann ja auch nicht der Sinn und Zweck ist. Da bist du halt irgendwo in einer Situation gefangen, dass du den Turm so stehen lassen musst, wie er ist. Richtig. Das haben wir also auch angemerkt. Dass das Räumen dieser Sektoren, sagen wir es mal, sehr zähflüssig nur klappte. Was ich auch sagen wollte noch ist, weil du bemängeltest, dass eben die Abenteurer nicht so verteilt waren, wie du es gerne gehabt hättest. Das zeigt einfach, man muss sich vorbereiten und man darf eben nur Leute mitnehmen, auf die man sich auch verlassen kann. Heute musste die Dev alles mitnehmen, was nicht bei drei auf dem Baum war und war trotzdem nicht voll. Was ich eigentlich sehr schade finde bei 460 oder wie viel? Ja, wir gehen auf die 500 zu in der Vorkampfstadt, also ja. 470 sogar. Also das sollten ja eigentlich in meinen Augen alles Leute sein, die sich für Vorkämpfe interessieren. Und wenn die das dann noch nie mal schaffen... Also 260 werden gebraucht. Wir gehen auf die, also knapp die Hälfte. Ich sag mal, 40% es nicht schaffen, sich auf einer FK-Trainingswelt wenigstens offline anzumelden. Ich sag das jetzt mal so deutlich, auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, das finde ich erbärmlich. Weil sonst dann brauche ich auf so einer Welt nicht zu spielen. Wenn ich lieber Blumen pflücke oder irgendwelche Quests mache. Diese Welt ist eine Trainingswelt für FKler. Und da gebe ich dir absolut recht. Ja, mindestens Offi hätte man sich reinstellen können. Ich weiß nicht, wie es mit den Anmeldezahlen im Angriff aussah, ob die da noch so viele Leute im Überschuss zur Verfügung hatten. Keine Ahnung, das kann mir bestenfalls jemand aus dem Angriff erzählen, der da vielleicht mal in die Musterung geguckt hat, aber wie gesagt, es ist. Naja, weiß nicht, dass wir hier in Level 7, wie gesagt, da mit 200 Leben rumrennen haben. Muss man das haben? Also bei den vielen Leuten, ich fand's schade.
Und trotzdem muss ich immer wieder sagen, also ich bin sehr erstaunt, dass wir das doch so lange durchgehalten hatten. Denn ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir da doch so zahlreich noch überleben am Ende. Wie wir das getan haben. Also ich habe sehr damit gerechnet, dass es irgendwie so auf der letzte Runde ausgeht, irgendwie so nach dem Motto her, Artemis hat noch 11 Leben oder sowas. Das war so eigentlich das, womit man gerechnet hätte. Ja, wir haben uns eigentlich relativ früh festgelegt, dass auch Babs da wohl in ihrer Ecke nicht wegzupusten sein wird. Kuschelig steht. Ja, die stand da eigentlich auch ganz tuffig. Nee, es ist, wie es ist. Also man konnte daraus lernen, auf jeden Fall auch, dass die LP-Seite wahrscheinlich immer einen entsprechenden Vorteil hat. Und ja. Also für die Dev, ich bleibe dabei, zählen LPs. LP, und wenn du es nur aussitzt oder irgendeiner überlebst, dass es nicht die volle Punktzahl gibt am Ende. Richtig. Alles andere, ja. Denn man hat ja auch gesehen, trotzdem, dass wir so viele Leitenleute und alles dabei haben, ich sag mal, dass eben auch nicht alle weggeschossen werden konnten und es ja doch recht lange Zeit auch Schussfeld auf ziemlich viele Leute von uns gab. Zeigt halt auch wirklich, dass du selbst die wenigen LP nur schwer wegkriegst. Und wenn du da vorhast, was da eben wirklich stumpf mit LP gefüllt ist, also ja. Da ist wirklich kaum reinkommen und das könnte man vielleicht als Fazit ziehen, also wahrscheinlich eine sehr, sehr LP-lastige WM. Davon gehe ich aus, denn die anderen Nationen werden auch nicht blöd sein, die werden das ja auch spitz kriegen. Es wird sich also über die Erz ausgehen und da wird eben, vermute ich jedenfalls, die gesunde Mischung das machen. Und eben dann ist das Glück, dass eben der Block zur rechten Zeit nicht tauscht und dass man eben doch nochmal eine Lücke kriegt. Ja. Und ja, halt wirklich dann Kleinigkeiten. Ja, es sind dann halt diese taktischen Fehler, die ich vorhin schon erwähnt habe. Fehler im Zugverhalten, beim Tauschen oder weiß der Henker was, die dann doch mal eine Art siegen lassen können. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde ja die Anzahl von 150 Leuten. Randbird, schönen Abend. Jo, mach's gut, Randbird. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Hatte ich dich jetzt unterbrochen? Ja, jetzt bin ich wieder. Achso, dass es die gesunde Mischung machen wird. Aus Schaden machen und eben dann auch noch das Glück haben, dass es taktische Fehler gibt. Kurze Nachfrage auch von Arti. Wollen wir noch länger machen hier oder nicht? Nein, ich denke, ich denke mal, das Wesentliche ist gesagt. Leute, die anschauen. Richtig. Fragen sind jetzt keine mehr gekommen. Ich würde sagen, wir beenden das. Und dann wünschen wir einfach allen eine geruhsame Nacht und wir sehen uns zum nächsten FK am Freitag, war es, glaube ich, ne? Ja. Da gewohnt dann Zeit ja auch offenbar auf selber Welle, selber Stelle und ja. Ja, dann von mir auch nochmal ein Servus. So, sag gute Nacht, Chris. Gute Nacht. Und tschüss.